Und wir sehen nochmal ein Replay vom Sheldon van der Linde. Sorry, dass ich mit einem Auge drauf schaue. Ist er da alleine abgeflogen? Vorne rechts definitiv eine Menge kaputt gegangen. Da haben wir gesehen, dass da was rausgeflogen ist. Ist da das komplette Rad ab? Sind es nur Teile? Ist natürlich im Dunkeln schwer zu erkennen. Steht mitten auf der Fahrbahn. Ja, und das ist das Bild, was wir eben gesehen haben. Sheldon van der Linde möchte jetzt nicht wissen, was ihm durch den Kopf geht. Ja, die Körpersprache zeigt es in der Kamera, die auch im Dunkeln recht gute Bilder liefert. Und das ist Frederik Verwiesch. Da sehen wir Rauch, da sehen wir Schmutz auf der Fahrbahn, da sehen wir auch das Auto stehen. Und ich glaube, das ist die Auflösung. Da fehlt das komplette Rad im Radkasten, wenn nicht auch die Radaufhängung. Also das ist ein sehr arges Problem. Das ist ein sehr schwerer Unfall gewesen. Er wird funken mit seinem Teamchef an der Rowebox, den wir hier auch mit betretenem Gesicht sehen, bevor wir ihm dann raten sollten, auszusteigen und sich durch die Marshalls in Sicherheit bringen zu lassen. Zurückkommen, Sheldon van der Linde sitzt nach wie vor im Rover Racing BMW M4 GT3. Der nächste Favorit. Ich will doch nicht jetzt schon 16 Stunden 40 vor Ende von dieser 50. Auflage mit Favoritensterben anfangen, mit diesem Wort. Was es aber wirklich trifft. Und Emily hat den Markenkollegen, den Marco Wittmann, am Mikrofon. Bitte runter zu euch. Ja, Marco Wittmann hier bei uns. Marco, hat Sheldon schon irgendwas durchgefunkt, was los ist? Habt ihr auch nur den Unfall auf dem Bildschirm jetzt gesehen? Kannst du erklären, was passiert ist, oder wisst ihr auch noch nicht so viel? Leider nicht wirklich. Das Problem ist, dass er auch an der Stelle steht, wo Funkkontakt so gleich null ist. Dementsprechend haben wir auch momentan keine Rücksprache mit ihm. Mega enttäuschend. Also so wie es auf dem Replay ein bisschen aussieht, scheint irgendwas kaputt gegangen zu sein, weil es an der Stelle ist, wo relativ easy voll ist, wo eigentlich nichts passieren sollte, und dementsprechend ist er dann eingeschlagen. Aber das ist so die erste Prognose, was ich aus dem Replay sehen kann, ohne natürlich jetzt mit ihm gesprochen zu haben. Ja, was soll ich sagen? Mega enttäuschend. Wir waren die ganze Zeit gut dabei. Ja, waren in der Führungsgruppe, und jetzt so rauszukommen ist, ja, enttäuschend. Ja, sehr schade. Wir warten mal, bis er reinkommt. Vielen Dank fürs Interview. Ja, Marco Wittmann, total enttäuscht. Sheldon van der Linde. Ja, und hier sehen wir nochmal die Entwicklung. Da liegt natürlich jetzt auch wieder jede Menge an Teilen rum. Mann, Lars, du hast es gerade erwähnt. Ja, wenn wir jetzt mal schauen, auch am 44er Falken Porsche, der Reifenschaden hinten links, den wir da gerade gesehen haben. Und Position. Und der beste Porsche auf 10. Das ist